Ich muss jetzt gerade mal den Hamster holen, ne? Ist so windig heute. Vielleicht versteht man ja jetzt was. Ja, egal. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode auf unserem Kanal. Die nächsten 3 Wochen wollen wir in Griechenland verbringen. Ja, und heute haben wir Freitag, den 13.05. Und wir müssen quasi am Sonntag schon in Brindisi sein. Wenn die Sonne am höchsten steht, sprich zur Mittagszeit, geht unsere Fähre Richtung, wie heißt das, Kaff? Igoumenitsa, genau. Ja, und wir fahren heute Abend los, werden über Nacht fahren. Mal gucken, was das so gibt, ne? Wie ihr vielleicht schon seht, die Katja ist noch schön arbeiten, wie sich das gehört. Einer muss ja das Geld verdienen, ne? Sich mit beiden Händen zum Fenster rausschmeißt. Jetzt gleich steht noch eine Messung an, und zwar wollte ich noch zum Wertstoffhof fahren. Die Karre einmal wiegen, was sie jetzt voll beladen wiegt. Dann muss ich später nur noch die Katja einmal auf die Waage stellen, den Hund noch. Und dann wissen wir es zulässig, ach nicht zulässig, aber zumindest mal das Gesamtgewicht, was wir aktuell durch die Gegend kutschieren. Weil zulässig sind 3050 Kilo. Ja, und ich denke, das wird eine schmale Nummer. Da steht sie, die Kieskutsche. Einmal kurz zeigen. In voller Gänze. Frisch geduscht. Kurzer Schnelldurchlauf. Hinten ist die Essensbox drin, vollgepackt, schätzungsweise 25 Kilo. Da hinten drin ist einmal der Wassertank, 40 Liter, und der kleine Kühlschrank, 21 Liter Inhalt, so halbwegs gefüllt. Oben auf dem Dach 2 Boxen. Die sind mit Spaßutensilien gefüllt. Einmal das Hundehotel hinten dran, voller Kanister, 20 Liter. Jo, die Sandboards, volle Pulle Gas, muss natürlich auch sein, ne? Wir wollen ja ordentlich köcheln. Einmal die Markise noch zum Schluss. Hübsches Ding. Kanu haben wir auch mit am Start. Und vorne im Motorraum befindet sich noch diverses Werkzeug. Immer alles voll beladen. Bis zum Anschlag Tetris spielen. Leute, Alter, ich bin runter vom Hof. Ich kann jetzt meiner Euphorie freien Lauf lassen. Alter, ich habe richtig Bock auf Urlaub gehabt. Offizieller Zettel. Kann man das lesen? 2850 Kilo. Alter, ist das geil. Wir haben noch 200 Kilo Kontingent. Geil. Hammer. Kann man 2 Katjas mitnehmen. Geil. So, jetzt bin ich auch endlich mit dabei. Ich musste leider noch arbeiten und bin jetzt unheimlich froh, dass das Auto schon gepackt war und dass wir endlich losfahren können. Ich freue mich mega. Cooles Kennzeichen. Kennt. Also nach der Gewichtsmessung sind jetzt bestimmt 7 Stunden schon ins Land gegangen. Wir haben aktuell 8.20 Uhr, haben schon 100 Meilen auf der Uhr, was ungefähr 160 Kilometer sind. Ja, und fahren Richtung Schweiz erstmal, ne? Werden wir dort noch eine Vignette kaufen müssen. Und dann geht's weiter durch die Schweiz. Richtung Parma. Ne, hier Mailand, Parma und so. Ja, und dann werden wir da wohl irgendwo unterwegs unser Nachtlager aufschlagen, wenn die Akkus leer sind. Oder die Katja vielleicht mal fährt und wir uns abwechseln, dann kommen wir vielleicht noch ein Stückchen weiter. Der Kackstift mit dem Wetter. Wow. Einen wunderschönen guten Morgen an Tag 2 unserer Griechenlandreise. Wir befinden uns gerade in Italien vor Parma und sind gestern bis um 3 Uhr heute Nacht, oder heute Morgen 3 Uhr, 730 Kilometer gefahren. Ja, dann waren die Akkus leer, sind sie immer noch. Und jetzt fahren wir mal direkt weiter, ne? Wir haben ja eher so notdürftig auf dem
Raststättenparkplatz geschlafen. Es war relativ laut, aber ein paar Stunden Schlaf haben wir gefunden. Jetzt freue ich mich aber gleich auf meinen Kaffee. Ja, war eine schnelle Nummer hier, also relativ unkompliziert. Ja, das stimmt. Für zum Durchholzen echt geeignet, muss man sagen. Ihr Lieben, wir haben unseren Platz gefunden. Endlich, es wurde auch Zeit. Ne? Es hat jetzt genau nochmal 12 Stunden gedauert von heute Morgen an. 900 Kilometer knapp nochmal gefahren. Ja, und jetzt sind wir kurz vor Brindisi zum Stehen gekommen, haben noch einen kleinen Gang absolviert und jetzt werden wir anfangen, was zu kochen. Ja, also wir sind jetzt ungefähr 20 Minuten, glaube ich, nur von der Fähre entfernt, also perfekter Stellplatz. Um 11 Uhr müssen wir morgen an der Fähre sein und von daher können wir dann ausschlafen und haben morgen früh keinen Stress. Hier ist weit und breit keiner, man sieht so ein paar verlassene Hütten und wir sind hier direkt am Meer. Führen wir euch gleich mal rum, ne? Ja. Oh, so kann sich's eigentlich sehen lassen, ne? Ja. Traumhaft. Sehr schön, jetzt auf dem Untergang kriegen wir auch noch mit. Ja, gucken, was die Kamera im Gegenlicht so drauf hat. Wow, toll. Und da steht er, der Kollege Bratwurst. So, wir haben die Wraps verputzt. Ja, Magen ist gefüllt auf jeden Fall. Perfekt für die Nacht. Und ja, ich würde sagen, wir treiben heute nicht mehr so viel, beseitigen noch das Chaos, was wir jetzt hier angestellt haben. Mhm. Dann hüpfe ich noch schnell unter die Dusche und die Katja, die wird sich wahrscheinlich schon mal ins Bettchen legen, ne? Vielleicht. Dann sagen wir gute Nacht und bis morgen, ne? Bis morgen. Ciao. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen an Tag 3 unserer Reise. Wir haben Sonntag heute. Mittlerweile auch richtig geil ausgeschlafen. Guten Morgen. Wir sind schon eine Stunde wach. Ich war schon mit dem Hund draußen. Ich habe sie verfolgt mit der Drohne. Jo. Jetzt sitzen wir hier mit Blick aufs Meer und genießen unser Frühstück. Mhm. Und eine Tasse Kaffee. Und dann geht es gleich ganz gemütlich los Richtung Fähre. Die Nacht war sehr unspektakulär. Wir haben super geschlafen. Wie ein Stein. Ja, bis die Sonne in die Kabine reingeschienen hat. Mhm. Geschienen? Gefallen? Irgendwas davon. Haben wir jetzt gerade eingecheckt. Wir sind am Hafen in Brindisi. Auch das war überhaupt kein Problem. 5 Minuten angestanden, Tickets bekommen, tschüss, ciao. Und jetzt werden wir mal Richtung Fähre fahren, weil wir haben gesehen, dass die ersten Autos schon drauf fahren. Und ja, jetzt werden wir mal gucken. Kahn setzt sich endlich in Bewegung. Da hinten steht er. Ordentlich Rauchzeichen noch gegeben. Verlassen jetzt Italien. Nächster Stopp heißt Igoumenitsa, Griechenland. Zeige ich euch noch eben die Schattentruppe. Hallo! Ich muss noch mal eine kurze Zwischenmeldung machen. Ihr kennt doch mit Sicherheit alle hier so Hundeklos, ne, auf diesen Fähren.
Also entweder so ein Sandkasten vielleicht oder so eine Kunstrasenfläche mit so einem kleinen Holzzaun dran. In dem Fall ist es hier Kunstrasen. Ich will jetzt da vorne nicht hingehen, aber guck mal, wer sich da hingelegt hat. Nur Achtung. Sieht man da vorne den schwarzen Fleck? Genau. Da. Auf dem Ding hat sich gerade jemand so richtig gemütlich gemacht. Einchecken in Griechenland war überhaupt kein Problem. Wir mussten weder anhalten, noch wurden wir kontrolliert oder sonst irgendwas. Das heißt, wir konnten zügig weiterfahren. Ja. Ja, und dann konnten wir es mal wieder nicht lassen, sind gleich in den Busch gefahren. Ihr habt es ja gerade in der letzten Folge gesehen, wollten mal links runter Richtung Strand und es war ziemlich ausgewaschen. Das habe ich mich nicht getraut, dann sind wir wieder umgedreht. Zu einem Strandstellplatz gefahren davor. Ja, und wenn ihr sehen wollt, wie es hier aussieht, schaltet da gerade das nächste Mal wieder ein, gell? Jo. Ciao. Tschüss.